ist echt gut, dass ich hier diese komische Feuermaske habe. Feuerhut. Wow. Okay, hier müssen wir drüber. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Da war bestimmt so ein Feuerding drin, könnte ich mir vorstellen. Ich hätte mir jetzt gerade echt nicht viel Zeit gehabt. Ein Herzchen. Okay. Das war's dann jetzt. Nein! Wow. Okay, diese Steine können auch, glaube ich, unsere Gegner töten. Das ist ganz cool. Und da ist schon das Levelende. Das war ja easy. Easy Popeasy. Komm, wir holen uns. Wir machen mal das hier, weil wir das noch nicht hatten. Okay, wir können nur den C-Kurs nehmen. So. Nein. Okay. Das erste hätten wir schon mal verkackt. Ah, ganz knapp. Ja. Yay, einen haben wir geschafft. Oh, das war ganz schlecht. Okay, einmal, komm, einmal nur. Ich glaube, man kriegt erst für zweimal. Nein! Ich glaube, für einmal treffen kriegen wir nichts. Doch, ein Herz. Und für zweimal treffen hätten wir schon 10 Herzen bekommen. Na gut, dann fehlen uns jetzt noch 2 Herzen, dann kriegen wir schon wieder ein neues Leben. Schätze ich mal. Rest Geld wird natürlich wieder überwiesen. So, und dann sind wir auch, glaube ich, schon beim Boss beim ersten. Wenn ich das hier jetzt so richtig sehe. Es ist auch immer irgendwie die gleiche Melodie der Musik, nur halt immer irgendwie ein bisschen anders. Ah, ein One-Up. Nee, ich möchte schon gerne über den bleiben, was ich habe. Ganz gut ist, dass wir nicht gestunt werden. Das Risiko gehe ich nicht ein. Dass wir nicht gestunt werden. Why? Wenn die runterknallen. Ui. Kann ich töten? Ja, ich kann man töten. das war jetzt einfach. Nee, speichern brauche ich jetzt hier nicht. Das war easy bis hierhin. Machen wir hier unten lang noch. Weil da können sich halt immer noch geheime Türen hinter verstecken. Nach unten springen können wir gar nicht. Okay. Was haben wir denn hier alles drin? Herzchen. Guck mal. Gibt's hier? Ja, guck mal, hier gibt es sogar einen Schalter. Und dann werden wahrscheinlich die Herzen jetzt frei sein, genau. Ups. Sehr schön. So. Oh, Endboss. Was müssen wir denn hier machen? Okay, das ist irgendein Cooper. Well. Ich habe das Gefühl, ich mache das falsch. Ah, wir müssen wahrscheinlich auf ihn drauf springen, ne? Ich weiß nicht, ob er Stacheln auf dem Kopf hat.
Müssen wahrscheinlich groß sein. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen wir groß sein. Ja. Bordurlement. Ab gegen die Wand. Ich hätte gern irgendwie ein Item. Da ist drin? Ja, da ist drin. Burner. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht... Wow, zu hoch wegknallen. Guck mal hier, mit dem... Mit den Hörnchen können wir länger diesen Renn-Dings machen. Wow. Ja, okay, so ist auch gut. ja, komm. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Oh, noch was Schönes. Oder müssen wir den einlaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich den behandeln muss. Ist halt schon ein bisschen länger her, ne? Ach komm, das nehmen wir mit. Wenn wir schon die Chance dazu haben. Ist ja auch nicht viel Aufwand. Ich weiß gar nicht, ob wir die behalten haben. Keine Ahnung. So. Boah. So, ob wir dem jetzt reinrennen müssen oder auf den Kopf springen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Nein. Ah. Ich glaube, das war's jetzt schon. Wir können ihn, glaube ich, gar nicht klein besiegen. Weil der Bauch ist halt frei, ne? Aber ich will den mal versuchen. So da drauf zu springen. Ja, das warte mal wieder. Ah ja, zwischendurch irgendwo gespeichert. Das ist nur die Frage, wie viel Leben wir überhaupt noch haben. Vier. Na, ach du verarschst mich doch. Komm ich da dran? Ja. Oh, ich krieg direkt die Hörner, das ist schön. Also wir müssen jetzt nicht erst groß werden, um das Item zu kriegen. Ach. Ah, das können wir auch, aber ich glaube auch nur mit dem Helmchen. Wir müssen da, glaube ich, lang, weil wir da nicht hochkommen. Ah, one up, well. So. Ich weiß immer noch nicht, wie der Kerl funktioniert. Ich renne mir jetzt gleich einfach mal rein. Und dann sehen wir ja, ob es funktioniert oder nicht. Ja toll, jetzt bist du falsch rum. Och man, das ist doch abgequirlte Scheiße. Ah, doch. Okay. Wir müssen also sein Bäuchlein treffen.
Okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie er funktioniert. Wir müssen seinen Bauch treffen. Okay. Natürlich wird er dann immer schneller wahrscheinlich. Aber das kriegen wir jetzt noch hin. Das kriegen wir hin. Und dann möchte ich auch gerne den ersten Schatz finden, weil da weiß ich, glaube ich, wo er ist. Den zweiten können wir dann ja auch direkt holen. Weil der ist ja, denke ich mal, da, wo wir Wasser brauchen. So. Will ich bitte nochmal rum? Dankeschön. Okay. Jetzt kriegen wir es hin. Jetzt weiß ich, wie der Kerl funktioniert. Ich werde mir auch gar nicht versuchen, reinzurennen. Weil das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Das heißt, wir können ihn auch klein kaputt kriegen. Na! Fuck. Ja. Oh, 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 oh. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Boah, verzocke ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich verzock's. Und wir werden groß, das ist schön. Okay. Zockerei! Wir machen jetzt links. Yay! Verdoppelt! Okay, den nächsten versuche ich jetzt noch. Komm schon. Nein! Ah, fuck, versuche ich es jetzt nochmal? Jetzt sind wir quasi auf Null. Ach, komm. Nein! Verdammt. Na gut, es ist immer noch einiges an Geld. Das ist, glaube ich, noch mehr, als wir überhaupt jetzt im Tresor haben. Nee, ein bisschen mehr haben wir drin, aber... es ist ja fast genauso viel. Eieieiei. Okay. Das bedeutet... wir haben es da unten geschafft. Und das ist jetzt Mount Teapot. Aber wir möchten ja gerne erst nochmal zurück. Denn hier unten hat sich meiner Meinung nach was verändert. Genau. Seht ihr, das Wasser ist viel weiter nach oben gestiegen. Das heißt... ich glaube, wir müssen den hier zuerst machen. Ich meine... ich meine, hier gäbe es nämlich den ersten. Ups. Den ersten Schlüssel. Oder? Verliere ich mich da jetzt? Das ist natürlich möglich, weil das ist halt schon saulang her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Kann jetzt auch sein, dass ich hier total umsonst bin, was ich jetzt sehr glaube. Also im Wasser ist es auf jeden Fall besser als... ups. Nee, hier ist nichts. Das war auf jeden Fall über Wasser. Ein Erz. Luft haben wir natürlich auch für unendlich. Nein, nicht zurück.